Spiel geht jetzt gleich los. Der Schiedsrichter hat die Wahl vollbracht. Yo, was geht ab, Freunde? Met hier am Stand. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PMTV. Und heute gibt es ein besonderes Video. Endlich nach langer Zeit mal wieder ein Update zu meinem Dasein als Schiedsrichter. Und heute habe ich mein erstes Spiel über 90 Minuten. Und ich werde euch ein paar Einblicke geben. Und ganz, ganz wichtig, ich habe schon auf Instagram angeteasert, ich werde heute meine Uhr anhaben. Das ist mein Fitness-Tracker. Und ich werde gucken, wie viel ich in etwa laufe. Das ist ja auch nicht exakt genau, aber man kann es dann ungefähr einschätzen. Ich habe auf Instagram schon gesagt, ich denke, es wird so um die 5 Kilometer sein. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich das komplett falsch einschätze. Irgendjemand hat mir schon geschrieben gehabt, du wirst viel mehr als 5 laufen. Die Frage ist, ob ich das kann. Und ja, deswegen, ich bin gespannt. Ich freue mich erstmal A-Jugend heute. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich alles so mitnehme. Ja, und jetzt haben wir hier schon das erste Problem, Freunde. Was ist das? Also ich habe hier schön vor dem Video meine Sachen hingelegt und du sagst, ist dir egal oder was? Also der Rocky liegt jetzt halb auf meinem roten Trikot, das habe ich neu, habe ich noch nicht getragen. Hier liegt mein blaues Trikot und da ist mein schwarzes Trikot mit schwarzer Hose, schwarzen Stutzen. Schüttel ich gleich alles aus, dann ist alles gut. Der hat momentan Gott sei Dank nicht so viel. Ich denke, ich werde rot nicht tragen können, weil beide Mannschaften haben rot in ihren Vereinsfarben. Das sehe ich leider auch erst vor Ort. Mittlerweile kann man es nicht mehr im DFB-Netz so einfach sehen, welche Trikots die tragen, weil es manchmal einfach nicht eingetragen ist. Deswegen lasse ich mich einfach überraschen. Ja, Freunde, das ist dann das, was ich so mit habe. Das ist die benannte Spielnotizkarte. Ja, ihr seht, so sieht die aus. Ich fülle die dann nachher aus. Hier kommen die Nummern hin von der Aufstellung, die Ersatzbank, wann die Wechsel waren. Und ja, das ist mein Mäppchen, das kann man auch so aufklappen, da habe ich sogar auch noch eine Spielnotizkarte drin, für den Fall der Fälle die rote und die gelbe Karte. Und ich habe im Spiel immer die Spielnotizkarte so hier drin, dass ich da drauf schreiben kann. Das ist die Schiedsrichter-Spesen-Quittung, da trägt man alles ein, wie viel Kilometer man gefahren ist. Je nach Spiel und Spielklasse gibt es halt auch eine andere Entschädigung. Falls ihr mal ein Video haben wollt, wie viel man so als Schiedsrichter verdient, auch mal Recherche machen, ich kann ja momentan nur von meinen Sachen erzählen, aber kann ich vielleicht noch ein extra Video machen, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und falls euch das generell hier gefällt, lasst einen Daumen hoch da. Den Kollegen hier kennt wahrscheinlich jeder und ja, das ist halt Platzwahl, ne? Die Wahlmarke. Das ist meine neueste Pfeife und zwar ist die Fox 40, die wurde mir empfohlen von vielen Schiedsrichterkollegen, die das auch auf Instagram verfolgen, deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal, die ist echt cool. So, und wie gesagt, ich habe alles in doppelter Ausfertigung mit. Das ist jetzt meine Uhr. Gibt natürlich bessere. Ich habe die jetzt am Anfang genommen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch noch meinen Fitness-Tracker hier. Und einen Stift. EA Sports. It's in the game. Matsche, was denkst du, wie wird der Mädchen pfeifen? Ja, so. Laut. Ohne eine Pfeife, oder was? Leute, ich muss sagen, nicht meine Freundin, meine Verlobte. Zeig mal deine Hand. Die andere. Was denn? Du hast das Ding schon gewonnen, ne? Wie lange bist du schon verheiratet? Ich hab das Ding schon an. Metimaka Passkontrolle, meinst du, der kontrolliert das auch richtig? Ich weiß überhaupt nicht, ob der lesen kann. Die Stimmung ist gut hier auf den Rängen. Ist auch richtig viel los. Der Schiedsrichter hat mehr. Der Schiedsrichter hat mehr Zuschauer als die Teams. Aber Meti, jetzt mal, Passkontrolle, jetzt sag mal, was hast du da genau gemacht für die Leute? Jetzt erklär doch mal. Geguckt, wer spielt. Und wer spielt? Die Spieler. Aha! Und alles in Ordnung? Die richtigen Spieler. Alles in Ordnung? Und wie viele Kilometer denkst du, läufst du gleich? Ich habe ja gedacht 5, aber voll viele haben geschrieben, man läuft mehr. Bist du nervös, dass wir alle zugucken? Nein. Gar nicht? Doch. Doch. Schatzi, was denkst du, wie wird Meti pfeifen? Als größte Pfeife, die ich kenne, gut, ja. Wie die Performance gleich? In einem Wort? In einem Wort? Gut. Abgehoben. So, da ist der Meti, er kontrolliert die Netze. Ja, will, dass kein Kiesing-Tor passiert. So, was macht er jetzt? Meint ihr, er geht noch zum anderen Tor hin? War er schon, echt? Das waren die ersten 500 Meter, die er gerissen hat. Das wollte ich gerade fragen, Meint ihr, der hat seine Ganze schon laufen? Und der hatte, glaube ich, eben hat der Lionel da unten gespielt. Ich glaube, die hatte den in die Stutzen gesteckt eben. Das sind keine Eckfahnen da und dann willst du nicht anpfeifen? Das ist konsequent. Also ich meine, das ist jetzt unabhängig, dass die Kamera gerade läuft, aber ich bin selber nervös, dich das erste Mal zu sehen mit dir. Ich will gar nicht wissen, wie du dich fühlst. Ey, das ist voll krass, dass du erst jetzt da bist, Digga. Ich bin schon seit einem Jahr Schiedsrichter, das ist schon enttäuschend. Sorry, Bruder. Das ist echt enttäuschend. Leute, unser Betreuer ist auch da, der Manu.
Manu, du wolltest auch heute Metis performen sehen, ne? Ja, klar, immer. Den ersten Mal 90 Minuten, Junge. Ich auch. Knallgas, Knallgas. Was denkst du, wer wird da pfeifen? Vor dem Spiel mal schon mal eine Einschätzung. Ja, aber zweimal wird er beim Abseits vertun. Ja, auf jeden Fall wird er richtig ins Laufen kommen, ne? A-Jungen, die sind fit, Junge. Ich bin im Mathe so schlecht, man. Der glaubt selber nicht an sich. Meint ihr, der Media hat Druck, wenn wir jetzt alle hier sind? Kein Druck. Das Spiel geht jetzt gleich los. Der Schiedsrichter hat die Wahl vollbracht. So, der Sebo ist jetzt gerade gekommen, sportlich unterwegs mit dem Fahrrad. Sebo, wir schauen jetzt hier Metis erstes Spiel als Schiedsrichter. Ja. Was denkst du über seine Performance? Wie wird sie sein? Das Spiel ist gerade angeschossen worden. Ganz ehrlich, bisher klassischer Kreisliga Mittelkreis-Schiedsrichter. Ja, sehe ich auch so. Und wie viel Fehlentscheiden wird er machen? 4-5. 4-5? Ja, Matsch hat auch gesagt 5. Oh, oh, oh. Ah, da guck, oh, komm, wieder, guck, der Bernd. Manu. Und du auch. Ja, der Mädchen läuft da mit und das filmst du nicht. Das ist wunderbar. Der Mädchen bewegt sich. Wie viele Kilometer? Mehr als 5 oder weniger als 5? Diagonalen Laufwegeinheiten. Ne? Das ist ganz wichtig für einen Schiedsrichter. Damit er immer auf der Höhe ist. Ja. Ecke. Aber guck mal, wie viel. Also ganz viele Tipps kann man hier abstauben, wenn man Schiedsrichter werden will. Kommt zu uns. Wir haben ganz viele Tipps für euch. Ich hab noch einen Tipp für dich. Tu mal Kadaver zur Seite. 3 Minuten sind um. Was denkt ihr? Mädchen ist platt. Läuft zu viel, sagt ihr? Läuft zu viel. Okay. Leute, es ist das erste Tor gefallen. Gab es hier irgendwas, wo man den Schiedsrichter bewegen müsste? 1-0 für Asbach. Schön. Schiedsrichter richtig entschieden auf Tor. Oh, habt ihr den Pfiff gehört? Das war der Pfiff zum Anstoß. Oh, laut, oder? Der Meti bläst schon ordentlich da rein. Halbzeitpfiff. Halbzeitpfiff. Wie fandest du Metis Performance in der ersten Halbzeit, bevor wir ihn selber fragen? Zwei krasse Fehlentscheidungen. Was denn? Das eine und das andere. Metis Performance in der ersten Halbzeit. Schüre in einem Satz. Ja, kann er ja, aber... Ohne Erfolg. Aber nicht ganz überzeugt. Weil? Er muss ein bisschen konsequenter werden. Konsequenter? Ja, ja. Aber das kommt. Er macht es gut gemacht. War auch wenig zu pfeifen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber er macht es ganz gut. Macht das gut. Engagierter Schiedsrichter. Würdest du dir von diesem Schiedsrichter auch was sagen lassen? Also findest du... Ja, natürlich. Strahlt der Autorität aus. Strahlt der Autorität aus. Kilometer. Ja, macht er gut, ne? Sobald er in seinem Trikot steckt. Wenn das aus hat. In der Halbzeit schon 3,71? Ja. Ich hab nichts gefaked. Stark, Meti. Da steht ja 49. Aber pfeifst gut erst. Aber ruh dich nicht auf deinen Lorbein aus. Zweite Halbzeit auch gut pfeifen, Junge. Das Ding geht auf den Meti, ganz klar. Oh, der Meti kann Tor vorbereiten. Leck mich am Arsch. Hat sich zweimal perfekt tunneln lassen. Ja. Beste Täuschung. Also Meti stand richtig gut. Diesmal ausnahmsweise nicht im Mittelkreis. Der Ball wird um der 16er gespielt. Und er lässt ihn wunderbar durch seine Beine durch. Deswegen, also zweimal. Mindestens die Hälfte des Tores geht auf Meti, oder? An Meti. Auf Meti. Bernd, was sagst du? Ja, wieder eins, oder? Ganz routiniert. Er hat auch gute Porter laufen lassen, ne? Wäre nämlich eigentlich Foulspiel gewesen, hat er gut gemacht. Einmal Döner Teller vegan bitte. Es wird gerade eine 5-Minuten-Strafe vergeben. Ich hätte mich mal rot gegeben, wäre mir scheißegal gewesen. Der Trecki wird noch eine Strafe. Ich lasse Erfahrung mit roten Karten. Meti hat es mit der 5-Minuten-Strafe gelöst, da wurde nachgetreten. Okay. Rote Karte im Freundschaftsspiel. Gibt's sowas? Nie gelesen. Meti, wie viel bist du gelaufen? 7,5. 7,5 Kilometer? Ja. Respekt. Hätte ich auch nicht gedacht. 2,5 mehr, als ich gedacht habe. Wie fühlst du dich? Ich könnte nochmal 7,5 machen. Ja? Also willst du jetzt demnächst in meinem Tor spielen, auf der 10? Ich sag dir so wie das, pfeifen ist geiler als spielen manchmal. Boah. Vor allem mit so Teamkollegen. Spiel ist vorbei, kurzes Fazit von dir selber? Erstmal 5 Minuten verteilt. Ja, stimmt. Ja. Zu Recht auch. Hätte auch. Man hätte auch rot geben können, weil es war einfach auch... Aber ja, ich fand für Gelb war es halt kein taktisches Foul, ja. Sondern schon gegen Gegner. Ja. Weil der Tritt war halt unten und der war halt 2 Meter dahinter. Der geht ja nur auf den Mann, damit faul ist. Ja. Brust war dabei. Es war auch irgendwo taktisch, aber ja, ich habe gedacht, dadurch, dass ich die Zeitstrafe verteilen kann, hast du gut gemacht. Dann, ja. Fand ich auch. Ja. Ich glaube, auch in den 5 Minuten haben die auch nachgedacht. Ne? Und dann irgendwie die 5 Minuten, wo die in Unterzahl waren, haben die halt Fußball gespielt. Das stimmt. Ja. Und da sieht man mal wieder, dass so 5 Minuten vielleicht mehr bringen als eine gelbe Karte. Ja, oder rot, also man hätte auch für, also er ist halt nur auf dem anderen, ne? Testspiel habe ich gedacht, 5 Minuten soll er drüber nachdenken und dann... Ja, wird er nicht nochmal machen im Leben. Ja, der kam ja auch rein und hat sich dann nochmal verhalten. Ja, dann genau. Wusste er, hat's gut gemacht, hat gut gelöst. Am Ende eine Abseitsposition nicht gegeben, aber... Ja, ist schwer, weil dann spielt er den Ball und du drehst dich und dann siehst du... Aber wenn ich eine Performance bewerten müsste, würde ich sagen... Ja, mit 2 Minus würde ich sagen, also im guten Bereich. Aber du hattest auch nicht viel zu tun, da muss man auch mal sagen. Ja, die Jungs waren brav. Ja, du gibst eine 1 Minus, ich gebe 6 Minus. Ich habe eine 2 Minus gegeben. 2 Minus, dann gebe ich trotzdem 6 Minus. 6 vorne Minus. Ganz klar Abseits, kein Abseits gewesen und der pfeift Abseits. Wo kommen wir denn da hin? Da muss auf der Höhe sein, verdammt nochmal. Was sagst du, Bernd?
Bernd, sagt bist der, du der platt? Auf der 6 dann immer ich bin platt als ein Mädchen, glaube ich. Bist du platt als ein Mädchen? Ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Alles gesagt, Junge, hast du gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht. Ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Schatz, was sagst du zum Mädchen? Top gemacht. Da, wo die hinlaufen, Jungs, verstehe ich schon längst. Wie fandest du den Medi? War gut. War gut. War gut. Sag mal, du bist doch der Lustigste aus der Mannschaft.